bin in Spandau groß geworden und damals hat eigentlich alles bei mir mit Graffiti angefangen. Das war so das erste Mal, dass ich eine kreative Ader in mir entdeckt habe. So. Vor allem auch so ein Hobby für mich gefunden habe, mit dem ich mich so ein bisschen abkapseln und in meiner eigenen Welt sein kann. Damals war ich noch in der Schule und es hat natürlich nicht lange gedauert, bis man dann irgendwie so gleichgesinnte Leute findet. In dem Fall war das Kevin von Fjark, den ich in der Schule kennengelernt habe. Und die haben damals schon Partys veranstaltet und ich bin dann da irgendwie so mit in diese ganze Clique von denen reingerutscht. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit Musik, jeden Tag, 24/7 fast. Und ich würde schon sagen, dass das mein Leben bestimmt auf eine Art und Weise. Und ich denke mal, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Ich mache halt einfach wirklich Musik, weil es mir Spaß macht. So, das ist halt fast schon so ein Instinkt, würde ich sagen. Ich muss darüber gar nicht groß nachdenken. So. Es ist einfach, kommt einfach so aus mir raus. Ich setze mich ja in die Geräte so und verbringe den ganzen Tag damit und habe am Ende irgendwie einen Track gemacht, den ich im Club spielen kann. So, es ist halt einfach schon, ja, es macht echt Bock. Mein Setup im Studio ist eigentlich so aufgebaut, dass ich sehr intuitiv damit arbeiten kann, dass ich immer schnell Sachen verändern kann, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Und die Sachen sind eigentlich immer alle sehr, sehr haptisch und freundlich zum Bedienen. So. Ich finde es gut, wenn man sich mit seinem Setup aufs Wesentliche reduziert und die paar Geräte raussucht, mit denen man wirklich gerne arbeitet und mit denen man am meisten rausholen oder bei denen man am meisten rausholen kann. So dass man sich nicht schon irgendwie überfordert. Wenn man jetzt in einem großen Studio sitzt, wo viele Synthesizer sind, finde ich es gut, sich einzelne Geräte rauszusuchen, mit denen man dann arbeiten will und sich dann auf die zu reduzieren, um irgendwie nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern das meiste aus den einzelnen Synthesizern rauszuholen. Hardware, auf die ich nicht verzichten könnte, ist auf jeden Fall mein Modularsystem. So, das habe ich mir über Jahre einzeln nach und nach zusammengestellt, bis da halt ein Synthesizer draus wurde, der meinen Vorstellungen entspricht. Und der ist eigentlich auch, also das Modular ist in jeder Produktion mit drin. So, das kenne ich quasi wie meine Westentasche. Ansonsten ist der Rest eigentlich austauschbar, fast schon, würde ich sagen. Also das Studio als Ganzes ist eigentlich das Instrument, meiner Meinung nach. Also die Geräte kommen alle so zusammen, dass das so ein Instrument formt und das ganze Studio an sich irgendwie so einen eigenen Sound hat. Ich habe ja als DJ angefangen und bin dann eigentlich erst zum Produzenten geworden quasi. Ich denke schon, dass Auflegen und Produzieren so ein 50-50-Ding ist. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Gig spiele, habe ich danach total Bock, Musik zu machen. Und wenn ich Musik mache, finde ich es halt sehr motivierend, wenn man die Tracks einfach direkt fertig machen kann und im Club ausprobieren kann. Also ich glaube, das geht da echt Hand in Hand so. Vinyl auflegen macht mir halt einfach mehr Spaß. Es ist eigentlich total das absurde Format für einen Club mit den ganzen Vibrationen so, aber wenn halt mal ein Setup wirklich gut eingestellt ist so, dann macht es halt einfach immer noch mehr Spaß im Club Platten aufzulegen so. Und das ist eigentlich wirklich der einzige Grund, warum ich weiterhin Platten auflege, weil es mir Spaß macht. Große Vorbilder sind eigentlich Basic Channel. Vor allem Chain Reaction so als Label und alter Detroit Techno, so die Sachen von Jeff Mills, Robert Hood, haben mich da schon sehr geprägt. Vor allem diese Art, aus wenig Elementen halt viel rauszuholen, so das ist was mich besonders reizt. Ich habe halt so das Gefühl, dass so gerade in den Ursprüngen die Musik irgendwie noch ehrlicher war, dass es da weniger darum ging, irgendwie jetzt viel Erfolg damit zu haben, sondern eher was zu schaffen, was halt die eigenen Ideen sozusagen hervorhebt.